Und hier haben wir noch ein rotes Teil. Einen Brief. Die Briefe werden wir müssen sich auch irgendwann einmal die ganzen, was wir im Inventar drinnen haben, alle durchlesen. Weil die bringen ja auch wieder, soweit ich das verstanden habe, wieder neue Quests und so. So, dann würde ich gleich sagen, schauen wir auf die Weltkarte, wo das nächste Fragezeichen ist. Ich glaube, die sind da jetzt eh die Küste einfach entlang. Und der eine wird draußen auf der Insel. So, einmal kurz F5 drücken, nicht vergessen. Nach so einem Fragezeichen. Jetzt wieder ein paar Ertrunkene zum Töten. Das war jetzt gescheit. Ausgewichen mit einem Hit. Mit einem Angriffshit, der war super. So, schön die zwei auch hingemacht. Mit zwei Ertrunkenen. So, ertrunkene Gehirne oder was das sind, habe ich auch schon mehr oder viel. Kostspielige Fehler. Weiter geht's. Ich werde aber da. In Wählen gibt es einen Haufen Fragezeichen. Wenn ich mir noch vorher, ich weiß jetzt nicht, wie die erste Stadt geheißen hat, das erste Gebiet, kann ich mich nicht mehr erinnern, da war es, hat man ewig weit gehen müssen, teilweise zu Fragezeichen. Aber hier ist es ja gleich zack, 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 zack und ordentlich viele. Und es gibt natürlich auch Erfahrungspunkte. Ich wundere, dass da gar nirgendwo was ist. Hätte mal was zum Looten? Oh ja. Alkohol zumindest. Alkohol macht die Birne hohl. Birne hohl, mehr Platz für Alkohol. So. Soll ich da auf das Schiff hinaus? Weil ich glaube eher, dass das da am Land liegt. Zeit zu sterben. Oh, Jungs. Wollt ihr mich verarschen, Bogenschützen? Alle zusammen, Leute! Scheiß Bogenschützen da. Jungs. Rennt's mir nicht hinterher. Ey. Steh überhaupt nicht auf sowas. Na komm her. Keine Angst. So. Na komm. Verfickte Scheiße. Na komm, jetzt gibt's nicht. Das musste mal einzeln killen, weil da sind so viele schon so low gewesen. Ey. Na, du haust mich auch noch. Piraten da, was gibt's da mit euch? Da verliert ihr eure Hände, wenn es mich weiter angreift. Was macht's hier? So, perfekt. Jo, ist so. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben es besser heraus als die letzten Durchgänge. Und das gefällt mir halt. Ich muss ehrlich sagen, so wie wir das da jetzt gerade durchspielen. Und weiterkommen auch. So macht Witcher 3 viel mehr Spaß. Weil die letzten Aufnahmen da war es teilweise mit Frustmomenten, aber so richtig, weil wir einfach überhaupt nicht weiterkommen sind. Und jetzt ist es so, dass man ja, teilweise ohne Probleme viel weiterkommen. Ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen langweilig, wenn es zu einfach wird, aber so einfach ist es ja doch noch nicht. So, kurz mal da alles durchchecken, was es da so gibt. Da vorne sind da ein paar Gegner. Ist der nicht, ist der tot oder? So. Hey ho, bist fast am Ende. Willst dich anlegen mit mir? Oh, perfekt. Niedergemetzelt.
wie viel Schaden die kriegen einfach nur durch meine, durch mein Schutzschild. Und das ist mega geil. So. Jo, mach das, Alexander. Mach das. Viel Spaß dabei. Und Servus, Conan. Willkommen im Stream. Wir müssen jetzt unbedingt durchschauen, was wir da noch an Zeug zusammengefunden haben, weil das ist ja da gerade mega, was wir da kriegen, getroppt bekommen. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles herumliegt. Teilweise. Alleine da, was da, die Schatzinsel da, halt wo die Pirateninsel da, die gefällt mir schon. So, da vorne waren wir eigentlich eh schon. Wo ist da was? Ah. Schatz der Königin Suleka. Okay. So. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Zuerst die Bogenschützen immer. Die sind so blöde Nahkämpfer, die Bogenschützen. Und die Nahkämpfer kamen aber auch nichts drauf. Die werden einfach in der Mitte durchgeschnitten. Das Spiel ist so geil, aber so brutal auch. So, was haben wir da zum Looten noch? So, da haben wir auch wieder einen schönen Punkt bekommen. Einen Reisepunkt. Ich bin gerade am überlegen, wie viel haben wir denn im Inventar? Wir haben schon wieder einen Haufen Zeug im Inventar. Wir sollten vielleicht verkaufen noch fahren. Es ist Witcher ist geil. Halt, mir muss ehrlich sagen, mir macht das heute richtig Spaß. Manchmal habe ich bei den letzten Malen nicht so, muss ich ehrlich sagen. Da ist man traurig, ist man richtig am Arsch gegangen. Deswegen habe ich auch immer so lange nicht aufgenommen. Aber wenn das so ist, wenn du jetzt einmal weißt ungefähr, wie es geht, was du machen kannst, alles, dass du nicht so Probleme hast beim Überleben, ist das schon mega geil. Und ich weiß eigentlich noch, ich habe jetzt noch 10 Parts von einem anderen Projekt aufzunehmen heute Nacht. Weil heute Nacht wird eine kleine Nachtschicht eingelegt. Normalerweise sollte ich schon langsam beenden auch, weil ich habe noch einen Haufen Zeug zum Hochladen und... Ah, ja, ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja, das ist ganz schön anstrengend, das ganze Zeug da, wenn man so lange nachher, sozusagen 14 Tage eigentlich vorproduzieren muss. Ich will da jetzt noch schauen, soll ich da raus? Warte mal, irgendwas war ja gleich da auf der Weltkarte. Ist das da? Zudem werden wir noch auf die Insel, werden wir noch rausgehen nochmal. So, schauen wir mal. Da ist eh nichts. Noch einmal durch, okay? Bist du wahnsinnig, Conan? Ich habe mit einmal durchspielen, glaube ich, habe ich genug. Weiß ich nicht. Aber einmal ist schon in Ordnung. Irgendwo ist da hinten ein Riesenvieh herumgerannt. Komm schon. Oh, die kriegt keinen Schaden. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Na, ich hab da vorne gespeichert. Ja, hab mich gern. Ich hab vergessen, hier vorne auf der Insel zu speichern. Komm, Schwingweb. Schwimm weg. Na, jetzt sind da irgendwelche Viecher im Wasser, oder? Na, sind nur. What the hell? So. Ruhig Blut. Ja, jetzt werden wir mal zuerst einmal so ein Schwalbending einsetzen. Werden wir uns hochheilen. Dann werden wir hier gleich einmal meditieren eine Stunde lang. Oder zwei. Ja, und vielleicht noch was anderes auch. So, hier sind wir meditiert. Dann werden wir noch so ein Schwalbending fressen. Und jetzt werden wir mal speichern hier, bevor wir da wieder rüber gehen. Die Nachtschicht hast du auch vor. Wegen, wieso musst du eine Nachtschicht machen? Das ist der dritte Schwierigkeitsgrad, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon heftig. So. Jetzt brauchen wir die magische Falle. So. Wieder durch die magische Falle locken.
Weil wir brauchen wieder neue Falle. Boah. Nein. Boah, was ist denn das für ein Punkt hier? Ist ja nicht mehr normal. Wie weit sind die jetzt unten geblieben mit ihrem Leben? Ich seh nichts, das war nichts. So, weg hier. Das sind wieder die vier Illusionen. Wir sollten uns hochheilen ein bisschen. Langsam beruhigen, dann wieder hingehen. Dann werden wir wieder die Hexe machen. Halt die Mittagserscheinung. Na, komm. Nein, komm. Alter, renn weg. Bist du deppert, was ist jetzt los? Wir haben eh nur mehr so eine Partie. So. Wir müssen uns jetzt kurz hochheilen. Wenn das jetzt nicht hinhaut, wird das ein bisschen heftig. Komm. Will die schaffen noch. Ich hätte eh nur mehr so wenig. Aber ich will jetzt nicht da riskieren mein Leben. Ja, super, jetzt ist wieder die. So, komm da in der Mitte durch. Ich glaube, wir haben sie, perfekt. So, schön gemacht, gleich einmal schön ruhig und konzentriert, genau so wird es sein. Servus Jim Knopf und Servus Lord Drakor, willkommen im Stream. So, wir werden da noch eine Wasserflasche, wir werden uns jetzt ein bisschen hochheilen, zur Absicherung einfach. Ich will da jetzt nicht unbedingt da heraus sterben. So, Level 10er ist halt schon um einiges heftiger als sonst immer. So, perfekt durchgeschnitten in der Mitte einmal. Und jetzt werden wir mal da looten. Was es alles zum Looten gibt. Und dann werden wir unser Inventar noch durchgehen, was wir alles haben. So, da haben wir alles. Schaut doch gut aus. Nein, in einem Schiff war glaube ich noch was drinnen. Hat zumindest kurz was raus. Ah, das habe ich mir einbildet. So, Inventar nochmal durchschauen, ob wir jetzt eine bessere Waffe schon oder irgendwas Besseres haben. Handbeil will ich nicht, ich will weiter auf Schwert bleiben. Ich glaube, das ist besser. Einfach, keine Ahnung ganz genau. Aber das hat irgendwer mal geschrieben, ich bin mir nicht sicher. So, Schwert bringt mir nichts, plus 1, das ist zu wenig. Das müsste mindestens plus, keine Ahnung, 20 oder sowas haben, dass ich es nehme. So, da hätten wir ein blaues Schwert. Das bringt auch nichts. Schaut auch nicht gut aus. Jo. So, schauen wir noch, was wir in der Nähe hätten. Wäre noch was? Nein. Ich würde sagen, wir werden hier jetzt Schluss machen für heute mit der Aufnahme. Wir haben jetzt wieder 4 Stunden ein bisschen mehr gestreamt und aufgenommen. Wir sind richtig weit gekommen. Muss ich ehrlich sagen, besser als alle Male zuvor. Das Spiel gefällt mir von Mal zu Mal besser und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es hier wieder weitergeht bei The Witcher 3 Wild Hunt, natürlich auf YouTube. Bis dann, tschüss!